Mitspieler, mein Name ist Hello Wright und ich begrüße euch zum zweiten Teil meines The Hunter Primal Let's Plays. Wir sind gerade bei Sir Arthur's Folly aufgeschlagen. Das ist das Camp hier. Und wir haben die erste Waffe gefunden, eine Shotgun. Diese Shotgun kannst du mit 6 Kugeln beladen. Und wir haben auch schon ein bisschen Munition dafür. Sogenannte Rehposten, das sind die roten Shells, die man überall auf Primal finden kann. Rehposten, die verteilen sich nach dem Austritt aus dem Lauf und bestehen aus vielen einzelnen kleinen Kügelchen. Praktisch Rotmunition, so wie wir sie aus den Filmen kennen. Nicht die idealste Munition für große Tiere, aber Uteraptoren, Velociraptoren und Quetzalhals sollten damit kein Problem mehr sein. Triceratops und T-Rex können wir damit noch nicht zu Leibe rücken. Was wir außerdem gefunden haben, ist dieser Compound-Jagdboden. Der ermöglicht es uns schon mal anständig zu zielen. Und auch die Pfeile, die haben wohl ein bisschen mehr Bums als die Standardpfeile, beziehungsweise die Pfeile für den Standardbogen. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir hingehen. Und zwar wollen wir natürlich nicht in die, ja, ich sag mal, Haupt-Rex-Area, ins Haupt-Rex-Areal vordringen, welches hier dieser Bereich ist. Im großen Ganzen. Man kann auch den T-Rex hier unten antreffen, aber die meisten, beziehungsweise das Gros, sollte sich ungefähr hier aufhalten. Und ich würde sagen, wir laufen erstmal in Richtung Süden. Der ist auch nicht ganz ungefährlich. Dort bin ich aber in einer gewissen Erwartungshaltung, da dort ein Lager ist. Meteorological Station nennt sich das, wo es auch schöne, tolle Sachen geben kann. Mal gucken, wenn uns der Tree nicht aus dem Weg geht, werden wir da mal drauf schießen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den auch in die Knie. Das liegt ja auf dem Weg. Wenn es auf dem Weg liegt, kann man es ja auch mal anschießen. Von dem Dicken nach vorne. Ja, da bietet sich auch auf 5 Uhr im Scanner eine Kiste an. Übrigens, diese Linien, die ihr jetzt in dem Settlermate seht, das ist die ungefähre Laufrichtung des Tieres, dessen Spur wir gerade aufgenommen haben. Das hilft uns, wenn wir ein Tier mal tracken müssen. Wenn wir ein Tier praktisch angeschossen haben, können wir die Spuren verfolgen, um das Tier dann irgendwann, ja, entweder tot irgendwo zu finden oder zu erlegen. So. Dann schleichen wir uns mal ran. Getroffen. Ein Lunge-Herz-Treffer. Das heißt, wir können den jetzt verfolgen und der müsste dann für sich immer mehr Leben verlieren. Und jetzt sehen wir einen vollen Dom, einen voll ausgefüllten Dom. Das passiert mit den Spuren von dem Tier, die wir im Scanner praktisch drin haben. Ihre Laufrichtung, aber wir haben ja gesehen, der ist ja in Richtung Lager gerannt.
Spur aufnehmen. Ihr seht ja unten die ganzen Kreuzchen im Settler Made. Kann man wunderbar verfolgen, wo das Tier lang ist. Hier ist die nächste. Ja, manchmal muss man auch ganz schön nach diesen Spuren suchen, auch wenn sie sich so ja, hervortun, farblich. Guck mal, da vorne ist er. Gehen wir mal näher ran. Ich glaube, links habe ich auch noch einen Keuchen. Aber ich denke schon, dass das unser ist, oder? Mal gleich sehen. Da müssen ja Spuren sein und dann die Spur, so ein voll ausgefüllter, da ist er, ja. Genau, jetzt fängt er wieder an zu rennen. Und das ist auch so ein bisschen nachteilig. Diese Tier hat einen klar tödlichen Treffer, also Lunge, Herz. Eigentlich müsste das Tier, ja, kriechend sich fortbewegen. Gut, kann sein, dass es noch einen schönen Adrenalinkick bekommen hat und jetzt noch ein bisschen Gas gibt. Aber wir könnten jetzt diesem Tier noch eine halbe Stunde hinterher latschen. Das werden wir tun, wenn wir entsprechend ausgerüstet sind. Gut. Verfolgen wir mal wieder unser Hauptziel. Wir laufen in Richtung Metrological Station und Camp weiter im Süden. Übrigens, die Kisten in einem Lager, die respawnen nach einer gewissen Zeit. Allerdings müssen die Kisten dafür aus dem Bild sein, also aus dem Bild vom Settler Mate. Im Settler Mate seht ihr auch diesen gestrichelten Kreis. In diesem Kreis kann sich das Tier laut der letzten Spur aufhalten. Nur so als Info. Lass ich euch mal kurz das Gewitter genießen. Vom Gewitter ist natürlich auch, dass man die Tiere nicht hört. Kann jederzeit von irgendwoher ein Uteraptor angestapft kommen, der uns einfach in den Po beißt. Oder woanders hin. Da seht ihr den Vulkan. Oben auf dem Vulkan ist auch ein Camp, ein Lager. Da werden wir sicherlich später auch nochmal hingehen, einfach um die Aussicht zu genießen. Und dort oben gibt es auch die, ich sag mal, mächtigste Waffe in diesem Spiel. Und zwar ein 50-kalibriges Scharfschützengewehr. Aber die Munition für dieses Teil ist so rar, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Waffe mitzuschleppen. Abgesehen davon ist die Waffe auch wahnsinnig schwer. Desto schwerer die Waffe, desto weniger Munition, desto weniger andere Waffen können wir mitschleppen. Und wir hätten ja auch gerne eine kleinere Auswahl am Mann. Also beispielsweise ein Revolver, ein Schotti und ein Gewehr. Kistenalarm! Was haben wir da Feines? Wir haben ein bisschen 44er Moon. Die Pfeile lassen wir hier, die sind für uns nicht hilfreich im Moment. Dann laufen wir mal weiter in Richtung Süden. Ja, das Wetter klart sich wieder ein bisschen auf. Müssen wir also auch wieder ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Denn mit jedem Busch,
durch den wir laufen, durch jeden fahren, gibt es einen Knacken. Mach ich mal. Ja, hab's nicht gehört. Vorführeffekt, sehr schön. Guck mal, sieht er nicht prachtvoll aus? Vögel, keine Vögel, keine Kätzchen. So, vor zu schrägen Schrägen, also Schrägen, die schräger sind als andere Schrägen, kann ich nur warnen, all dieweil wir können uns hier den Hals brechen. Und Hals brechen ist keine schöne Sache. Also suchen wir uns, wissen wir, was nicht ganz so schräg ist. Ein guter Tipp ist immer zu gucken, ob irgendwo Bewuchs ist, also ob irgendwo Gras wächst auf der Schrägen. Und dann kann man eigentlich auch drauf laufen, ohne gleich zu sterben. Aber auch das muss nicht hundertprozentig zutreffen jederzeit. Ja, bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt. Ah, ein Stein. Sehr schön. Übrigens hier, meine schönen Schuhe und meine Trainingshose. Mit F2 könnt ihr euch übrigens selber angucken. Wollen wir mal ein bisschen höher schauen. In die Kamera gucken. Schön Selfie. Selfies könnt ihr ja praktisch, was heißt praktisch? Selfies könnt ihr mit F12 machen und das landet dann in eurem Steam-Ordner. So, gleich gehen wir baden. Das ist wieder ein Tree. Bewuchs, safe. Oh, das dürfte auch noch reichen hier. Ja. Immer schön umgucken nach Steinen. Weil die sind echt hilfreich. Gerade wenn man, also in der folgenden Situation, wir haben zu wenig Munition, nicht die passenden Waffen und ein T-Rex kommt um die Ecke, wir können uns gerade noch so verstecken. Dann kann man den T-Rex mit den Steinen auf eine falsche Fährte lenken. Hier ist eine Wasserspur. Wer hat sich hier rumgetrieben? Schauen wir mal. Ja, ein Trieb. Bei Wasserspuren, also Spuren, die wir im Wasser finden, kriegen wir keine weiteren Informationen, wohin, wie dick und so weiter wird. Ich muss diesen gestrichelten Kreis, der uns anzeigt, wo sich das Tier befinden könnte. Welchem Areal. So, langsam beginnt der Aufstieg zu Metrological Station. Und auch hier kann uns ab und zu mal ein T-Rex über den Weg laufen. Ja, Yoshu kommt gerade online, der wird aber was anderes spielen. Und Ziel des Spiels ist auch, also jetzt für das Let's Play, was ich mache, dass ich mich komplett ausstatten möchte. Das heißt, ich möchte komplette Noble Kleidung haben. Hätte gerne meine Lieblingswaffen an Bord. Und wenn ich dann komplett bin, dann werden wir den Yoshu mal einladen und mit ihm, naja, nicht um die Häuser, aber um die Bäume ziehen. Weiteres Spielzeug zeigen, und zwar das Teil, den Triceratop-Rufer, dieses Hörnchen. Erwähne ich nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Tastenbelegungen, mit denen ihr auf diese Waffen zugreifen könnt. 1 für die Schotti, 2 für den Compound-Bogen, 3 für die Machete, 4 fürs Medipack und die 5 fürs Hörnchen. Paarungswillige oder auch nicht paarungswillige Triceratops sollten sich jetzt melden. Was da eben auch getan hat, da hat er das Weibchen sich gemeldet, hat gesagt, hallo, ich bin hier, finde mich, erleg mich. Gehen wir doch mal hin. Schauen wir uns die dicke Triceratop-Kuh doch mal an. Mehrere. Da oben treibt sie noch.
Trees. Ah, ist natürlich jetzt ungünstig geparkt hinterm Busch. So wie den Tyrannosaurus Rex, wenn man die von der Seite hat, empfiehlt es sich, die Munition, die einem zur Verfügung steht, direkt in die Achselhöhle zu schießen. Für das beste Ergebnis. Oh, komm. Okay, der will spielen und ich will nicht spielen. Also machen wir uns aus dem Staub. Das ist böse. Oh, jetzt werden wir so böse. Weg. Ah, super, eine Tree-Party. Darauf haben wir keine Lust. Baumtanz. Hoffen, dass sie sich mal wieder beruhigen und legen wieder ein kleines bisschen Stamina. Ausdauer. Jeha! Uns hat's erwischt. Die haben uns kaputt gepiekt. Naja, auch das kommt vor. Gute Gelegenheit, euch mal den Laden zu zeigen. Wo es die ganzen schönen Sachen gibt. Und zwar, lassen wir uns mal kurz Zeit, wir haben hier den Bogen, können wir uns kaufen, den Standardbogen, eine 44er Magnum, die Schrotflinte, 308er Marksman-Gewehr und die 700er, angeblich die stärkste Waffe, aber es wird wohl doch eher das Heckenschützengewehr mit Kaliber 50 sein, weil das stärkste ist. Das Ding hat den Vorteil, dass es doppelläufig ist, das heißt immer zwei Kugeln im Lauf hat. Aber wir dürfen ja nicht einkaufen, wir sind ja Anfänger, das haben wir eigentlich gar nicht. Ich hab's ja nur, weil ich schon eine Weile gespielt habe. Ich zeig's euch aber bloß mal, was wir alle hier so schöne zur Auswahl haben. Das ist die Munition, Pfeile, das ist für die Magnum, für die Schrotflinte, zwei verschiedene. Die hier kennen wir schon, die habe ich schon vorgestellt und dann gibt's noch hier diese Flintenlaufschüsse, oder Flintenlaufkugeln. Das sind Schrotkugeln, die aus einer einzigen Kugel bestehen und nicht wie diese aus Schrapnell, aus vielen einzelnen Kugeln. Ja, 308er Moon haben wir auch schon am Mann, das sind 700er Kugeln und die hier, auf die habe ich auch noch keinen Zugriff, die ist für die Kaliber 50. Visiere für die einzelnen Waffen, für die Pistole, für die Schotti, für die 308 und fürs Kaliber 50 Gewehr. Bekleidung können wir uns kaufen. Ist aber teuer, findet sich in der Regel leichter. Ausrüstung wie ein Map-Fragment, Medipacks, das Uferhorn und das Fernglas kann man aber auch alles finden. Ja, und das hier sind so Zusammenstellungen. Habe ich noch nie gekauft. Gucken wir mal, Kombi-Angebot, doppelläufiges Gewehr, Kaliber 700. Ja, da wird das Gewehr drin sein und wahrscheinlich Klamotten dazu. Naja, egal. Wir sind arm. Wir können uns nichts leisten. Wir werden mit der Machete und den Standardklamotten starten. Und zwar an einer Kapsel, die in der Regel zwischen 500 und 1000 Meter von unserem Todesort entfernt ist. Gut, schauen wir mal rein. Also, wir müssen praktisch an das Teil rantreten, E drücken, um die Kapsel zu aktivieren. Das ist das, was wir uns jetzt nehmen können. Die Machete. Das Kartenfragment ziehen wir mal hier rauf. Jedes Mal, wenn wir sterben, ist auch ein bisschen nervig und ich finde es auch nicht besonders durchdacht von den Entwicklern. Jedes Mal, wenn wir sterben, verlieren wir das, was wir uns auf der Karte schon freigelaufen haben. Ein guter Tipp ist übrigens auch sein Todesort, dieser Totenkopf, den sich zu markieren, damit man ihn wiederfindet. Weil es kann sein, dass wir auf dem Weg dorthin sterben. Hier an diesem Platz, wo wir gestorben sind, an dem Totenkopf, liegen jetzt unsere Sachen. Also das heißt, alles, was wir hatten, ist nicht verloren. Wir können es wiederfinden. Dazu müssen wir aber von hier nach hier. Und das kann halt, wie gesagt, sein, dass wir auf dem Weg dorthin auch nochmal sterben. Und ja, wir wollen diese Sachen unbedingt wiederfinden, weil das ist ja im Moment unser Hab und Gut. Okay. Schauen wir mal. Bitte. Wir haben die
Standardklamotten an. Die gibt es am Anfang, dieses ja, gelbe Zeug. Bringt aber gar nichts, außer Signalfarben und erhöhte Aufmerksamkeit der Tierwelt. Das heißt, wir werden dieses Zeug werden wir hier lassen, weil es, ja, es hat keinen Nährwert, aber keinen Mehrwert. Okay, auf geht's. Unsere nächste Mission lautet, ja, finde deine Sachen wieder. Und das tun wir in der nächsten Episode. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ja, und würde mich über Kritik, Anmerkungen im Kommentarbereich, ein Thumbs Up oder ein Abonnement sehr freuen. So denn, bis zum nächsten Mal.